Hallo liebe Hungrige, vielerorts sind zurzeit ja Herbstferien und früher wurden die auch gern Kartoffelferien genannt, weil nämlich eng mit der Kartoffelernte verbunden, also die beste Zeit für solch einen leckeren Auflauf mit gefüllten Kartoffeln. Und da die eine Hälfte mit Fleisch und die andere vegan gefüllt ist, haben alle was davon. Wir brauchen dafür, logisch natürlich Kartoffeln, nicht zu klein, ich nehme vorwiegend festkochende, eine Paprikaschote, wobei die Farbe da völlig egal ist, eine große Zwiebel, Möhren, Frühlingszwiebeln, an Gewürzen Pfeffer und Salz, außerdem entweder Chili oder Cayennepfeffer, getrocknete Kräuter, ich nehme Kräuter der Provence, auch italienische Kräuter würden sich anbieten. Wir brauchen geriebenen Käse, etwas Gemüsebrühe, Sahne und passierte Tomaten. Außerdem noch Hackfleisch, ich empfehle gemischtes. Wir beginnen mit den Kartoffeln, diese erstmal schälen. Und dann sollen sie ja ausgehöhlt werden und das können wir längs oder auch quer machen, also von der schmalen bzw. der Breitseite her. Geht mit dem Esslöffel, viel besser allerdings mit dem Kugelausstecher und am allerbesten mit solch einem Gerät, nennt sich Twister, hat Aufsätze in verschiedenen Größen und wo ihr so etwas herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Ich habe den Twister, verwende ihn also. Vorher allerdings von der einen Schmalseite der Kartoffel ein kleines Scheibchen abschneiden, einfach damit sie besser steht. Dann den Twister ansetzen und einfach nur drehen. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert auch prima. Es ist noch nicht tief genug ausgehöhlt, also nochmal ansetzen. Und witzig, vor allem im Sinne einer Weiterverarbeitung, finde ich, dass wir, wenn wir das ausgehöhlte Kartoffelstück mal herausnehmen, solch eine Spirale erhalten. Hier nochmal die Alternative mit dem Kugelausstecher, den wie gehabt oben ansetzen, drehen und Halbkugel für Halbkugel herausholen und wie ihr sehen könnt, auch das geht problemlos. Und so bearbeiten wir eben Kartoffel für Kartoffel, müssen danach noch ein paar Vorbereitungsarbeiten erledigen. Die gewaschene und entkernte Paprikaschote wird in kleine Stücke geschnitten, auch die geschälte Zwiebel wird klein gehackt, mit den geputzten Möhren verfahren wir ebenso. Die Frühlingszwiebeln schneiden wir in dünne Ringe und auch ein Teil der Kartoffelreste wird in kleine Stücke geschnitten. Nun geben wir das Hackfleisch in eine Schüssel und ergänzen dann mit etwa der Hälfte der Frühlingszwiebelringe, auch die Hälfte der geschnittenen Zwiebeln kommt mit dazu und in etwa die gleiche Menge der Paprikastücke. Und nun würzen wir kräftig und zwar mit Pfeffer, ebenso mit Salz, auch vom Chili geben wir dazu, vielleicht nicht ganz so großzügig und ca. einen Esslöffel von den getrockneten Kräutern. Wir ergänzen mit den passierten Tomaten und vermengen dann alles gründlich und ich mache das zuerst mit der Gabel und anschließend nochmal kurz mit den Händen. Und damit können wir uns der veganen Mischung zuwenden. Wir geben in die Schüssel zu den Kartoffelstücken die verbliebenen Frühlingszwiebeln, außerdem die geschnittenen Möhren, die Zwiebelstücke und die zweite Hälfte vom kleingeschnittenen Paprika. Und dann würzen wir wie gehabt, geben also für den Kräutern der Provence dazu, würzen mit Pfeffer, auch kräftig mit Salz, ebenso kommt vom Chili wieder was mit dazu und wir schütten passierte Tomaten mit hinein. Anschließend alles wieder gründlich miteinander vermengen. Und ich mache das mit einer Gabel. Jetzt bereiten wir schon mal eine passende Auflaufform vor. Das heißt, wir fetten sie ein. Und nun geht's ans Füllen. Wir geben also in die ausgehöhlten Kartoffeln von der Hackfleischmasse hinein. Schön andrücken und auch bis oben füllen. Und sogar so, dass wir oben wie so eine kleine Haube haben. Schön andrücken. Und ich empfehle eben die Hälfte der vorbereiteten Kartoffeln damit zu füllen, denn die anderen befüllen wir mit der Gemüsemischung. Auch hier wieder schön bis oben hin, zwischendurch immer ein bisschen andrücken und so weiter eben, bis alle dieser Kartoffelfässchen gefüllt sind. Und dann verteilen wir sie in der Auflaufform. Ich mache das abwechselnd, also immer eine vegane neben einer mit Hackfleisch gefüllten. Ihr könnt das natürlich auch völlig anders machen. Haben wir dann alle Kartoffeln darin platziert, füllen wir nun noch die Zwischenräume aus. Und da hinein geben wir von den übrig gebliebenen Kartoffelstücken, also einfach in die Zwischenräume, immer so ein Stückchen davon und geben dann auch noch von der vorbereiteten Gemüsemischung, denn davon haben wir ja noch was übrig, ebenfalls in die Zwischenräume. Doch das war es immer noch nicht ganz, denn wir bereiten jetzt noch eine Soße zu, schütten dafür die Sahne in eine Schüssel, geben die Gemüsebrühe mit hinein und würzen dann mit Pfeffer, ebenso mit Salz und können dann optional, aber ich empfehle es, noch ein wenig von den passierten Tomaten dazugeben. Anschließend alles miteinander verrühren, einfach so mit einer Gabel oder auch einem Schneebesen. Und diese Soße gießen wir nun in die Auflaufform über unsere gefüllten Kartoffeln hinweg, so dass also jeder etwas abbekommt. Und dann ab damit in den Ofen. Und hier werden unsere Kartoffeln nun
bei 200 Grad, Umluft 180, für erstmal ca. 45 Minuten gebacken. Dann nehmen wir sie kurz mal raus und bestreuen die Oberseite nur noch mit dem geriebenen Käse. Gleichmäßig verteilen und dann wieder zurück in den Ofen geben und dort bei gleicher Temperatur für weitere 15 Minuten fertig backen. Und so lecker sieht unser gefüllter Kartoffelauflauf dann aus. Brodelt noch ein bisschen und duftet köstlich. Wir servieren ihn und können dann gern noch ein bisschen frische gehackte Kräuter darüber geben. Ganz nach eurem Geschmack eben. Ist kein schnelles Rezept, aber lohnt sich auf jeden Fall. Schmeckt richtig klasse. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine Schinkentart mit Kartoffelfüllung zubereiten möchtet oder doch eher einen Schichtgulasch für die große Runde, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.